du hinterm Rad aus der Müllfabrik? Nö. Da willst du hinlaufen. Ne, es läuft nicht zum. Bei Müllfabrik ist wo ganz anders, da ist schon längst. Es läuft zum Rathaus. Und wenn es durchs Rathaus läuft, dann läuft es auch noch durch mein Handelsdepot. Was mega viel. Och nein, du bist doch so ein Hurensohn! Und jetzt läuft es über meine Ölquelle. Und wieder. Weißt du, was es platt gemacht hat, ja? Es hat Häuser platt gemacht, Häuser platt gemacht. Es hat mein Gemeindehaus platt gemacht. Es hat eine Ölzentrale platt gemacht. Und es macht wieder meine Polizeistation platt. Und wenn es jetzt noch so ein Stück weiterläuft, macht es die zweite Ölplattform platt, Alter, die Ölquelle. Ja, macht's auch. Oh, jetzt macht sie Müllhalde platt. Oder? Es läuft Richtung Stefan. Musst du mal pissen, ey. Ja, es tut sich in meinem Öllager, in meinem Ölsaal schon in meinem Müll reinbuddeln. Sehr schön, sehr schön. Sag ich doch. Mann, wieso mache ich jetzt mal Minus? Ich weiß nicht wieso. Kauf doch Öl und alles. Ich kann einen Park abreißen, ich kann Häuser abreißen, Häuser abreißen, Häuser abreißen. Häuser, 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 Häuser. Ich kann mein Bürgerhaus abreißen, ich kann meine kompletten Ölquellen, die komplett ausgebaut waren, abreißen. Ja gut, ich würde mal sagen, ich wandere aus. So, was hatte ich gebaut? Die Bildungszentrale und die Finanz, ne? Macht mein Scheißhaus noch Probleme? Bleib ja da, ich bin wahrscheinlich auf Toilette. Jo. Ja, jetzt muss ich eine neue Polizei bauen, die kann ich nicht bauen. Das heißt, ich muss wieder einen Kredit aufnehmen, Alter. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ich hab grad die Polizeistation, weißt du, aufgestockt für die Verbrechenswelle. Ich meine, Studie ja selbst losschicken, aber ich will mal kurz damit aufhören, weil ich dadurch viele Einwohner verloren habe. Ich mach auch immer mal Minus, dann mach ich einen Kredit auf und nehme wieder Plus ein. Ich hab minus 3600 gerade. Versuche ich da gerade irgendwie so zu reinlegen, irgendwie, dass ich nicht mehr Minus mache. Ja, das Problem ist einfach, ich kann meine Steuern nicht hoch machen, weil dann heulen die wiederum, dass die Steuern zu hoch sind. Die sind bei 9% gerade. Muss sie aber hochschrauben, weil ich habe drohende Finanzprobleme. Deswegen habe ich sie auch hoch gerade. Ich mache sie aber nur nicht bei den Bewohnern hoch. Obwohl, die bringen gerade am meisten. Weißt du was, ich muss Kohle scheffeln.
Ich mach die jetzt einmal komplett auf 19% oder 20. Dass man hier klicken muss, das ist auch nervig. Unter Verwaltung, was läuft da alles unter? Verwaltung, 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 wo ist es denn? Also das Handelszentral, ganze Scheiße. Unter Verwaltung läuft, nein, unter Verwaltung läuft nur deine Verwaltung, dein Rathaus, dein Gewerbegebiet, also nicht Gewerbe, sondern deine Versorgungsabteilung, das, dein Bürgermeisterhaus, deine Bürgermeistervilla. Okay. Das ist alles die Verwaltung. Ich mache gerade 33.000 die Stunde plus. Okay, ich habe auch überall 20% Steuern. Das ist mal der 9.000 plus die Stunde. Ich muss ein bisschen Geld scheffeln. Nach der Aktion gerade, tut mir leid, muss ich die Steuern echt auf 20% stellen. Ich glaube, ich baue gleich ein Stadion hier hin, ein bisschen Geld zu machen. Ja, den Plan hatte ich auch schon, aber das Problem ist, hast du einmal alle Events durch, kannst es direkt wieder abreisen, weil dann bringt es dir nichts mehr. Sicher? Ja, das habe ich schon so oft gehabt, jetzt auch beim letzten Mal. Wenn du alles durch hast, bringt es dir halt einfach gar nichts. Dann baue ich jetzt Spielhalle. Oh, das war jetzt Bullshit. Wo ist Tourismus in die Stadt hier rein? So, ich geh jetzt auch mal ganz kurz. Ich muss mir echt mal langsam was zu essen machen. Ey. Mal einen Backofen anwerfen. Ein Brötchen machen oder so. So, mal gucken, wann die ersten rumheulen. Ah, jetzt fängt schon an, die Steuern sind zu hoch. Ja, ja, bin schon dabei.
Kann man im Erdmoment das Land hochziehen? Wie Land hochziehen? Ja, den. Die Erde hoch und runter. Nee. Nicht? Nee. Nee. Scheiße. Warum? Krieg ich ja sonst meinen Vergnügungspark nicht hin. Jetzt. Ich mach gerade 5000 minus die Stunde, weil ich so viele Häuser abreißen musste wegen Verbrechen. Ich habe den Dr. Wutum wieder abgebaut wegen Verbrechen und zu hohen Steuern. Wo mache ich minus 6000 jetzt? Zum Glück habe ich 63.000 noch als Reserve. Schafft man, das geht gleich weg. Alter, hier sind gerade so viele Häuser zum Abreißen. Niedrige Grundstückspreise. Meine Einwohnerzahl sinkt und sinkt gerade. Mein Ölvorrat ist ja knapp. Dieses scheiß Monster hat ja meine Ölquelle kaputt gemacht. Okay, ich glaube, das Teil des Monsters hat mich extremst hart gefickt. Aber mega hart gefickt, Alter. Weil ich habe nichts mehr, was ich einnehmen kann. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Ja, kann ich. Boah. Boah, boah, boah. So. Wo ist deine Industrie, wo ich noch keinen hinbauen wollte eigentlich?
Geil. Ihre Stadt kann keine Fortschritte machen, bis das Problem nicht behoben ist. Die Temposteuerung wurde deaktiviert. Legen Sie einige Gebäude still, erhöhen Sie die Steuern, nehmen Sie sich einen Kredit, starten Sie mit einer neuen Stadt. Ich glaube, du bist down. Ja gut, ich würde mal sagen, ich erhöhe die Steuern. Ganz klar, Alter. Radikal. Oh, ich muss es auf 13 lassen. Ja Leute, tut mir leid. Aber ich hab's wieder im Griff, ich hab meine Steuern erhöht. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht die Leute abhauen, weil die Steuern so hoch sind, Alter. Weil wenn ja, dann raste ich aus. Dann muss ich echt... Ich habe 10 leerstehende Gebäude. Niedrige Grundstückspreise, niedrige Grundstückspreise, niedrige Grundstück... Wollt ihr mich... Das jetzt nicht. Ich würde mal sagen, meine Ölquelle ist fast leer. Was mache ich dann? Umsteigen auf irgendwas. Aber hier ist nichts. Meine Ölquelle ist aber auch nahezu leer. Guck, da muss der dir angucken bei dir, Steffen. Guck da mal rauf. Ja, kann ich gerade nicht. Ich bin gerade. Muss gerade. Aber meine hält noch. Hält noch gut. Aber auf jeden Fall ist meine Kohle schon gut aufgebraucht. Und Erz. Ah ja. Aber hält noch ein bisschen. Aber Öl schon. Aber hält noch eine Weile. Ja, mein Öl hält auch noch eine Weile. Ich würde sagen, danach bin ich sonst Game Over. Ja, da musst du gucken, wie du an das Serial reinkriegst. Nee, hey, ich versuche jetzt schon, ich brauche den Vergnügungspark schon hin. Aber ich glaube nicht, dass es viel Geld bringt. Stefan hat den Endcontent schon erreicht, nach 4 Stunden Spielen. Nach 4 Stunden Spielen, Blue einmal pleite gewesen. 200. Hast du eigentlich schon mal eine Naturkatastrophe gehabt? Ich? Nee. Lacker. Mal was testen. Aber ich werde doch gleich mal ein Päuschen machen. Mörder aus einem Fuß. Schade, ich habe gedacht, ich könnte jetzt auf deine Stadt gehen und auf Naturkatastrophen gehen und dir eine schicken. Aber hat nicht geklappt. Geht wahrscheinlich. Warum möchtest du dies? Geht wahrscheinlich nur bei einem selbst. Ich wollte auch mal, dass du Spaß hast. Das ist ja kein Spaß. Steffen, drück mal auf das Symbol. Rechts neben den Park. Was für ein Symbol rechts neben dem Park? Parks, wo Park steht, rechts daneben.
Katastrophen. Genau, klick da mal rauf. Ja, das geht nur bei dir selbst. Und dann klick da bitte auf Erdbeben. Nein. So lange die da rauschen. Aber Megaturm kostet auch schon eine ganze Menge, wa? Ja. Ich mach Pause. Gib's auf. Okay, gut. Du gibst auf? Bist du der? Du gibst auf? Ich gebe auf. Wann gibst du jetzt auf? Ich brauche mal eine Pause. Ach, du hörst auf. Du gibst auf. Ich hab gehört, gibst auf. Okay. Ja, du brauchst eine Pause. Ja, du brauchst... ja. Eine Pause wäre gut. Denn wir haben ja, Pause auf jeden Fall, ja. Schon 4 Stunden und 20 Minuten gespielt. Ja gut. Dann sag ich mal, wer ein Däumchen. Nee, ein doch, wer ein. Mann, ich sieh, ich bin schon hier. Total am Arsch, Alter. Ein Däumchen wäre ein Däumchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, würde ich sagen. Also.